Ich hab Okay, Husten. hallo, ich habe auch Husten und uns geht's immer noch nicht besser als vorher. Oh. Wir sind unterbezahlt, wir können aber viel. Oder bezahlt, wir können aber viel. Server, ich dachte eben gerade, wie du bist abgenibbelt, Ja, ey. abgenibbelt, ich laufe in der Wüste rum, aber ich bin abgenibbelt, ne? Ja, hoffentlich Irgendwie bist du gegen fehlt hier ein Kaktus Stück von der gelaufen. Welt. Davon gegen Kaktus, habe ich einen Grund zu lachen. Jeden Kaktus. 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 Weißt du noch, du damals mit Kaktus? Kaktus, ja, lass mir in Ruhe. Also ich war da Kaktus. 13, 12 Jahre alt. 13. Das ist echt bitter mit 13, Boah, Alter. voll die erwartungsvolle Musik wieder gerade bei mir. Hör mir. Mach das Da. nicht nach, Alter, das kommt richtig gay. Voll erwartungsvoll so. Zeitlupenmusik so. Oh mein Gott, ich schaff das. Du schaffst das nicht. 5 Diamanten habe ich da rausgeholt, Alter. Hat mich wundert. Nein, ich sag das jetzt nicht. Dass ich noch lebe? Ja, das auch. Warum? Naja, ich frag mich echt, wie lange Menschen ohne Gehirn leben können. Moment mal, wie lange lebst du? 16,5 Jahre. Ah, okay. So haben wir schon mal 16 Jahre Erfahrung damit. Ja. Hat Puff gemacht, jetzt kommt bestimmt wieder so eine Drecksmusik. So eine Scheißmusik, ey. Alter. Scheißmusik. Du denkst auch, oh Gott, was ist da denn? Ey, so ein Dülkram. Oh Gott! Weiß Bescheid, ne? Meine So. Drecksmusik. Voll die Drecksmusik. So. Dreimal darfst du raten, was ich mir jetzt baue. Du warst damals voll der Fan von Winnie Pooh. Auf jeden Fall, Digga. Puh-Bär. Meine Oma musste mich damals bestechen, dass ich zum Zahnarzt gehe. Bestechen. Bestechen. Womit denn bestechen? Kennst du dieses Spiel Looney Tunes? Looney Tunes back in action. Nein, Lost in Time. Digga, das Spiel ist hammergeil, Alter. Meine Oma hat gesagt, wenn ich zum Zahnarzt gehe, schenkt sie mir das. Sie hatte das für Weihnachten gekauft. Ich bin Hab ich so irgendwas schnell zum gesagt? Komm, Zahnarzt wir gehen gegangen. los. War für PlayStation 1, ey. Dann hat meine Oma mir da vor die Fresse gehalten, hat sie mir in die Hand gedrückt und musste ich losfahren zum Zahnarzt, wollte ich haben. Drei Stück waren das doch, oder? Nee, warte mal. Nein, da fehlt einer! 7 Jahre war ich da alt, aber ich habe das Spiel so gemocht, ey. Das war so genial. Ich will das irgendwie normal haben, deswegen will ich mir noch eine PlayStation 1 nochmal kaufen. Metrox, ich hab das. Ja, ich Du weiß. brauchst aber einen Emulator. Emo. Emulator, du Idiot. Oh. Will ich aber nicht in dem PC stehen haben. Das ist Oh, mein halt die Fresse, Verschmutzung. Alter. Ah, lol. Emo-Hater. Nein, ich hätte Du nur bist mit mir dich, weil voll das. unten durch, Alter. Nein, ich hätte nur dich damit, weil das nicht zu dir passt. Nee, passt nicht. Du Slash verun. Cry. Du verunstaltest dich selber, du Vollidiot. Lass mich in Ruhe. Alles angefangen. Der Dreckskerl. Zaubertisch. Nur weil ich dir die Wahrheit sag? Also Dreckskerl. warum lügt mich nicht an, wie so eine Schwuchtel, ey. Oh. Hast du einen Orgasmus oder was? Das hört sich anders an. Nein, auch nicht so. Und etwa aber, ne? Das geht dich gar nichts an. Also doch. So, ja. Der Raum ist doch echt passend für den Zaubertisch. Der grinst mich förmlich an. Oh lol, leck. Kurzer Lack, yo. Wurde bestimmt ein neuer Server auf dem Prozessor zugeschaltet war. Digga, ich finde das übelst entspannt, wenn man so auf dem Strandsand rumläuft, wie sich das anhört, dieses Knistern vom Kiesel. Schockt voll. Irgendwie ist Minecraft so, finde ich, nicht so toll geworden. Die Sounds vom Sand sind ganz okay, aber halt die ganzen anderen Sounds haben so richtig versaut.
Wie war Minecraft vorher besser? Die alten waren früher immer besser. Auch mit dem Türen öffnen und so. Oder wenn Steve sich verletzt hat. War einfach besser Minecraft. Erstmal die alten Verletzt-Sounds wieder reinmachen, die so. Kann man reinmachen irgendwie. Okay, das war gerade echt scheiße. So, Jetzt. ja, ist besser. Lol, ich habe fast 3 Stacks Eisen jetzt rausgezogen, aber noch keinen Diamant gefunden. Die haben mich alle geklaut. Ich bin ja nicht da, wo du warst. Ich bin noch in unentdecktem Territorium. Terrain. Da. Hier bei Benjamin Blümchen oder was? Du hast halt damals schon immer geguckt. Ich hab den Kerl immer gehasst. Ich hab den Kerl immer gehasst. Hat ihn immer scheiße. Ja, du hast auch nur gedacht, verdammt, er hat längeren Rüssel als ich. Den hat er erst bei mir gestochen. Alter. So ekelhaft, ne? Seht ihr? Er stempelt mich als pervers und dumm ab, ne? Dabei sagt er immer so eine Sätze, auch im Real Life, immer, egal wo wir sind. Ob wir beim Mediamarkt stehen oder sonst. Ich finde das aber witzig. Lass mich doch. Ja, Alter. Ja, und du sagst Mistkerl zu mir, denkst du, ich fühle mich da geehrt? Ja. Ja. Tust du. Es ist jeden Fall. Es jeden Fall, hast du gesagt. Es jeden Fall. Ja, ich Ganz meinte auf echt. jeden Fall. Es jeden Fall, hast du aber gesagt. Ach, Also ich fick Schnauze, dich. Piskerl. Alter. Alter, what the fuck? Meine Mutter hat bestimmt gerade voll das O im Gesicht, weil wir hier so lachen. Ich glaube, was ist so witzig? Ich will das auch wissen. Also, Sebastian, hast du wieder ein Porno an? Letztes Mal wollte meine Mutter nicht aus meinem Zimmer gehen, habe ich mir einfach ein Porno auf meinem Fernseher angemacht. Und war sie draußen. Schon war sie draußen. Ah, ich finde den PC, der am Fernseher angeschlossen ist, finde ich gut. Ja, ich mag den auch. Ah, der hilft manchmal ganz gut, ne? Okay. Ah, der ist echt hilfreich manchmal, so. Kann man nicht verneinen. Das kann man nur voll und ganz verjahren. Warum mache ich das eigentlich? Nur das Problem ist, bei Mitsu, er muss immer den Verlauf löschen, weil sein Vater den PC sonst immer benutzt. Nö, Bei ich lösche da mir. überhaupt nichts, Alter. Das ist mein Verlauf und er hat seinen Laptop und dann soll er mich in Ruhe lassen. Er hat seinen Laptop, aber egal. Ich will auch nochmal so einen Mini-PC kaufen, weil der große PC am Fernseher nervt. Ich hau den immer um irgendwie. Mit dem Stuhl umdrehen, ne? So Richtung Tür, dann hau ich den PC immer um. Der hat schon voll viele Beulen. Irgendwie liegen meine Pommes hier noch neben mir. Oh, ich habe wieder keine Musik an. Jetzt aber. Ich habe das hier erstmal ein bisschen ausgebaut, Alter. Übelst groß jetzt. Richtig viel Platz. Ich glaube, ich lasse hier aber die Trennwand. Die schockt irgendwie. Oder einen Stützpfeiler. Also unsere Minecraft-Welt ist ganz okay, würde ich sagen. Alter, die ist Weißt hammer du damals, geil. wo die NPC-Gänge neu reinkamen, wie die voll scheiße fanden? Ich hab mich voll gewundert, wie kommt das hier? Fanden die voll scheiße am Anfang, bis wir gemerkt haben, oh, hier sind Sachen. Da war ja so mal richtig positiv. Warte mal. Interessant, dann die Gänge auf einmal wurden, wie wir uns dann immer bemüht haben, oder auch so ein NPC-Cave zu finden. Gang. Schwachsinn, Gang noch nicht. Sondern Village. Der mal stundenlang gelaufen, kann sich noch erinnern. Ja. Voll behindert, ey. Weil das hat's jetzt gebracht. Ich richte mir hier was Schönes ein. Das war Glück. Kapusten. Kapusten. So. Unglaublich, dass der Server mal lagfrei läuft.
Will das nochmal erleben, ey. Das ist nur mit ein bisschen Glück. Oh. Was mache ich da eigentlich? Frag mich nochmal in einer Stunde. Trink einen Schluck Öl. Sandstone? Was für ein Kack? Da mir was. Langsam wieder hochbuddeln. Ein Diamant gefunden, echt beleidigend. Das ist wirklich tiefste Demütigung. Wenn wir die Minimap drin haben, wenn wir die reinmodden, dann gehe ich auch mal richtig weit weg. Du auch? Ich gehe auch so weit weg. Sonst hätte ich wohl keine Diamanten, oder? Ah, deswegen bist du auch immer so knapp nur 100 Blöcke von unseren Häusern entfernt gewesen. Ja, weiter musste ich nicht weg. Ja, sehr weit weggegangen. Ja, ein Spinnen-Spawner, weil so viele Spinnen. Wenn man Spitz ins Stein gestolpert. Dass du das so witzig findest, obwohl ich find's auch witzig. Guck mal nach, ob der Stöpsel da was geschrieben hat. Arthur! Guck mal nach, ob der Stöpsel geschrieben hat. So, das wird nachher ausgetauscht gegen Bücherregal. Das fandest du auch ganz witzig, ne? Das war zum Stöpsel. Brüllen. Ja, du hast vorhin einen Lachflash im Unterricht gekriegt. Ja, hatte ich auch. Guck jetzt mal nach, ob der Stöpsel was geschrieben hat. Ja. Amizu hätte auch gern nachgeguckt, ne? Ja. Wenn er hätte das zu dir gesagt, dann hättest du einen Lachflash im Jungen gekriegt, ey. Wenn er hätte... Der arme kleine Junge, denn da so harmlos sitzt er da so und Amizu hätte ihn ausgelacht oder eher angelacht. Ich lache niemanden aus, ich lache die Leute immer nur an. Leicht gelogen, aber egal. Leicht gelogen. Wir hätten eigentlich einen Cut machen müssen. Nein. Denn hast du das verpeilt. Nein, was sagt er bei dir jetzt gerade? 12,5 Minuten. Okay, ich hab meinen Timer nie gestoppt, deswegen. Ich stopp meinen Timer nicht, ich mache einfach immer weiter. Jetzt bei einer Stunde, einmal haben wir einen Part länger gemacht. Wo wir beide verpennt haben. Statt Husten übrigens. Drauf. Oh lol. Freiheit. Bin ich hier. Auf jeden Fall spannend aus. Problematik. Was thematisch? Problematik. Wow. Warum fallen die da alle runter? Vielleicht weil sie dich nicht mögen. Ganz toll.